In diesem Video werde ich Ihnen etwas zu Aufgabe 4 erzählen. Hier sollen wir ja Brüche bearbeiten, die natürlich nicht ganz so einfach sind, wie sie eben in dem Einführungsbeispiel gezeigt wurden. Also wenn man hier zum Beispiel auf so etwas trifft, das sieht dann nicht aus wie 2/7 und 3/5 oder umgekehrt. Aber im Grunde genommen haben wir es mit dem Gleichen zu tun. Wir wollen hier einen Bruch und einen, ja irgendwie sieht das auch nicht aus wie ein Bruch, subtrahieren. Aber wir haben gelernt, wir müssen so etwas gleichnamig machen. Das heißt, wir müssen aus diesem Teil hier auch einen Bruch machen mit dem Nenner Wurzel x. Wenn der den Nenner Wurzel x kriegen soll, dann soll ich den Nenner, der ja hier unten im Grunde genommen eine 1 hat, mit Wurzel x multiplizieren und den Zähler mit Wurzel x multiplizieren, wie das hier geschehen ist. Wenn das der Fall ist und die beide unten den gleichen Nenner haben, dann kann ich die Zähler oben addieren. Und Wurzel x mal Wurzel x ist zum Glück 1. x. Denn in der Wurzel habe ich dann x², das haben wir bei den Potenzen gerade gelernt. Und die Wurzel aus x² ist ja x. So, die 1 kommt einfach dahinter und unten haben wir dann den gemeinsamen Nenner. Das Quadrat außen in der Klammer drumherum, das lassen wir mal hier die ganze Zeit einfach erstmal stehen. Das ist ein bisschen lästig, aber am Schluss nicht schlimm. So, bei den Potenzen wiederum haben wir auch gelernt, okay, das kann man auf Zähler und Nenner getrennt beziehen. Tun wir das mal, dann passiert es, dass hier oben das Quadrat dran steht und unten die Wurzel sich aufhebt mit dem Quadrat, weil, ja, wie hier auch schon, x² Wurzel und daraus die Wurzel wieder x ist. Hier haben wir eine Division. Q hoch n minus 1 durch Q minus 1 durch Q hoch n ist ja im Prinzip eine Division. Da kann man jetzt entweder sagen, okay, ich dividiere, weil es ja hier eine Summe ist. Ich dividiere es den durch Q hoch n und dann den durch Q hoch n, das habe ich hier geschrieben. Q hoch n durch Q hoch n, ja, das ist wie 5 durch 5, das ist 1. Und 1 durch Q hoch n kann man so aufschreiben oder mit Q hoch minus n. Diesen Ausdruck von da nach da, den brauchen wir in der Finanzmathematik ganz ordentlich. Das ist also schon mal eine Vorbereitung auf Finanzmathe. Da werden Sie diese Umformung immer mal wieder finden. Deswegen ist sie hier an der Stelle. Hier haben wir nochmal eine Division bei Brüchen. Wir können entweder das oben in Zähler rein dividieren, wenn das hier hinten kein Bruch ist, ist das aber ein Bruch wie hier, so etwas sehr Aufwendiges, dann bietet es sich an, insbesondere an dem Fall, wo wir hier oben eine 1 stehen haben, hier mit dem Kehrwert zu multiplizieren. Dann steht im Grunde genommen die 1 ja hier unten. Kann man natürlich weglassen. So, wenn man das gemacht hat, dann kann man vernünftigerweise jetzt die beiden wieder multiplizieren. Hierbei haben wir wieder es mit Potenzen zu tun. Hier haben wir eine dritte Wurzel und da auch. Zum Glück die gleiche Potenz hier oben. Dann dürfen wir es auch unter einem Bruch schreiben. Das heißt, wir haben hier die dritte Wurzel von x minus y mal x minus y zum Quadrat. Wieder Potenzrechnung. Einmal die gleiche Basis, einmal hier oben eine 1, da oben eine 2, zusammen addiert gibt eine 3. Dritte Wurzel von hoch 3 gibt das Element selber. So, das war schon die Fälle A, B und C. Widmen wir uns jetzt mal, das war zu viel, dem Fall D und E. Bei D haben wir es mit einer Subtraktion zu tun. Subtraktion musste man, an Erweitern denken. Und zwar so, dass man den Hauptnenner bekommt. Das heißt, den Term hier haben wir mit 2s plus 1 multipliziert. Das gibt dann s mal 2s plus 1. Und den Term hier haben wir mit 2s minus 1 multipliziert, was hier an der Stelle steht. Jetzt können wir die Klammern ausmultiplizieren. Denken Sie daran, der mit dem und so weiter. Das heißt, wir kriegen 2s² plus s minus
2s Quadrat und dann haben wir minus s mal minus 1 sind plus s. Und jetzt hier ein bisschen zusammenrechnet. 2s minus 2s, das hebt sich auf und s plus s sind 2s. Hier unten im Nenner habe ich nur, wir hatten da schon mal die dritte binomische Formel verwendet. Das war schon die Aufgabe D. Bei der Aufgabe E haben wir es mit drei Summanden zu tun. 1, 2, 3. Unten drei Nenner. Man kann jetzt natürlich stumpf hergehen und sagen, okay, der gemeinsame Nenner ist der mal dem für diesen. Die beiden mal dem für den und für den hier die beiden äußeren. Geht, gibt aber in der Regel, wenn man auch nicht aufpasst, sehr, sehr hohe Potenzen. Wenn man hier ganz genau hinschaut, dann sieht man x² minus 9. Oh, zwei Quadratzahlen voneinander abgezogen. Ah, dritte binomische Formel. Und dann sieht man hier x plus 3. Ah, das ist schon mal der eine Teil. Und dann bräuchten wir eigentlich x minus 3. Ganz so sieht das da noch nicht aus. Aber 3 minus x ist auch, wenn ich jetzt ein Minuszeichen vor die Klammer schreiben würde, minus 3 plus x oder minus x minus 3. Deswegen haben wir hier oben das Minuszeichen, da kommt das her. Dieses Minuszeichen ist das Minuszeichen. Und dann haben wir hier unsere x minus 3 erweitert nur noch mit x plus 3. Deswegen hier das x plus 3 als gemeinsamen Nenner x² minus 9. Hier x² minus 9, die 1 minus x werden noch mit x minus 3 erweitert. Und der hier bleibt, wie er ist. Da haben wir nämlich schon unseren gemeinsamen Nenner. Jetzt kann ich einen großen Bruchstrich wählen, alles zusammen oben drauf schreiben. Dies habe ich schon mal ausmultipliziert. Minus x² minus x mal 3 sind minus 3x. Aufpassen, das Minuszeichen rutscht natürlich hier hoch. Dann, wenn es einem zu unübersichtlich ist, dann macht man doch lieber erstmal die Klammer. Nur ausmultiplizieren. Da haben wir hier einmal x. Und hier haben wir noch plus 3 mal x. Das sind dann 4x. Hier haben wir minus x². Und dann nochmal einmal minus 3 sind minus 3. Und die 24 noch dahinter. Jetzt können wir die Klammer auflösen, dann kriegen wir 7x minus 21 heraus, wenn man das auslöst. Die Klammer unten haben wir x² minus 9. 7, 21, ein bisschen Übung. Und Sie sehen, dass da ein Vielfaches, die 21 der 7 ist. Das heißt, man vielleicht mal die 7 ausklammern könnte. Und ach, jetzt gerade sehen wir doch wieder, das ist ja schon wieder ein Teil der dritten binomischen Formel. Das heißt, wir spalten das hier unten auf in x plus 3 mal x minus 3 wieder. Und dann haben wir hier wieder Malzeichen dazwischen. Das heißt, es ist alles gut. Grün. Und wir können kürzen. Und dann kommen wir auf unsere minus x. 7, minus 7 durch x minus 3 oder wieder der Schritt, den wir hier oben gemacht haben, umgekehrt. Ich nehme die 7 hier unten rein und komme dann auf 3 minus x. Der letzte Teil in diesem Aufgabenblock ist f. Und zwar f haben wir wieder eine Division und eine Addition. Da hat uns aber die Aufgabe nun echt ein echtes Bein gestellt. Was machen wir? Wir gucken uns erstmal in der Klammer an, was da passiert. Und dann schauen wir uns erstmal diese Klammer an. Hier haben wir x Quadrat und y, hier haben wir x und y Quadrat. Das sieht aus wie gemeinsamer Hauptnenner. X Quadrat, y Quadrat. Denn wenn ich diesen hier noch mit y multipliziere, kommt das dahin. Und den mit x habe ich x Quadrat. Und da oben das x, das ist genau das, was hier steht. Will ich das mal hier nicht so unübersichtlich machen, sondern lieber so stehen lassen. Und wenn ich mir jetzt hier diese Klammer anschaue, dann habe ich hier ein x Quadrat, dann y Quadrat. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als den ganzen Bruch mit dem Nenner zu multiplizieren und den ganzen Bruch mit dem Nenner. Hier geschehen. Jetzt habe ich hier unser Hauptnenner.
Die sind zufällig identisch. Und jetzt kann ich hier mich um diese Division kümmern. Erstmal kann ich natürlich hier die beiden Dinge addieren. Das habe ich hier schon mal gemacht. Die beiden könnte ich natürlich subtrahieren voneinander. Dann hätte ich hier y² minus x² durch meinen Hauptnenner. Warum steht das hier andersrum? Das liegt daran, dass wir hier aus dem durch einmal gemacht haben. So, und jetzt können wir hier anfangen wieder zu kürzen. Wir haben wieder lauter Malzeichen dazwischen. Allerdings, das hier ist kompakt 1 und das ist letztendlich auch kompakt 1. Aber hier, mal, überall Malzeichen. Das heißt, x² geht weg, y² geht weg. Jetzt kann ich mich noch um diesen Ausdruck kümmern. Hier geschehen. Ah, wir haben hier wieder ein Quadrat, noch ein Quadrat voneinander abgezogen. Das heißt, wir haben hier wieder eine dritte binomische Formel. Spätestens an dieser Stelle haben Sie sie sich hoffentlich gemerkt. Denn hier geht es jetzt wieder, oh wie praktisch, darum, dass man das kürzen kann. Das heißt, ich habe jetzt hier 1 durch y plus x. Das hier unten ist eine ganz normale Summe. Die kann ich selbstverständlich auch umdrehen.